Heute wollen wir überprüfen, wie gut das Samsung Galaxy S5 wassertauglich ist. Hierzu überprüfen wir zunächst, ob die Akkuabdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist, ob sich nirgendwo ein Spaltmarkt findet, ob auch die USB-Port-Abdeckung sachgemäß geschlossen ist. Genau so, wie das Handy es mehrmals im Tagesverlauf als kleine Randnotiz erwähnt. Hierzu habe ich mal unsere Salatschüssel missbraucht. Ich tauche das Samsung Galaxy S5 ein und wir starten mal einen Anrufversuch. Und wie wir sehen und auch ganz leicht hören, funktioniert das Handy auch unter Wasser. Leider ist eine Display-Funktionalität dann nicht gegeben. Ich kann den Anruf, egal wie lange ich schreie, nicht annehmen. Aber es funktioniert. Nehmen wir das Samsung Galaxy S5 nun aus dem Wasser. So kann man am Gehäuse des Samsung Galaxy S5, zum Beispiel dort, erkennen, dass die Wassertropfen bis an die Dichtung, an die Gummidichtung herangekommen sind, aber ans Innere selbst nicht. Während die Innenseite trocken ist, sieht man hier oben Wassertropfen.